Unser Team ist das Team Laurop vom FZI Forschungszentrum Informatik aus Karlsruhe. Mein Name ist Laurop. Ich selber bin Arne Rönnau, arbeite schon seit vielen Jahren mit dem Laufroboter Lauron. Mein Kollege Georg Heppner leitet das gesamte Spaceboard Cup Team mit all den Mitarbeitern und Studenten. Wir sind die einzigen mit einem Laufroboter. Die einzigen Verrückten, ja. Müssen wir mal schauen, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist. Wir sind davon überzeugt, dass es ein Vorteil ist. Lauron ist in dem Moment, wo es darum geht, sich über unbekanntes, schwieriges Terrain zu bewegen, einfach im Vorteil. Lauron interessiert nicht, ob da ein Stein vor ihm liegt, er tritt entweder drauf oder komplett drüber. Im Gegenzug haben wir natürlich sehr viele Gelenke, sehr viel Mechanik, haben sehr viele Kabel, die grundsätzlich eine mögliche Schwachstelle darstellen. Insofern, ja, Geländegängigkeit top. Komplexität, Problem. Herausforderung. Eine Herausforderung. Gibt keine Probleme, richtig. Unsere Roboter funktionieren häufig, wenn wir damit arbeiten, sehr gut. Wir sind letzte Woche Freitag quer durchs FZI gelaufen, hin und zurück. Aber dann, wenn es irgendwie mal auf den Punkt kommt, kann es einfach sein, dass der Roboter aus schwer nachvollziehbaren Gründen nicht will. Und deswegen entsteht manchmal so ein bisschen der Eindruck, dass sie einen eigenen Kopf haben oder wie ein kleines Kind dann störrisch sind und einfach an dem Tag nicht wollen. Wir bauen darauf, dass der Roboter möglicherweise sogar ganz ohne Kontrollangriff von uns funktioniert. Das ist so das Ziel.